Willkommen zu einem kleinen Stream-Highlight, beziehungsweise es war eigentlich ein verdammt großes Stream-Highlight und weil ich mir schon dachte, dass sich das wahrscheinlich niemand Stück gibt und wenn ihr 50% der Zeit entweder Brain AFK seid oder es euch gar nicht anschaut, dann hat das ja auch offen gestanden null Sinn. Deswegen habe ich das in mehrere Teile aufgesplittet. Das ist der erste Teil, ist ein altes GTA-Highlight mit Paul. Wenn euch das Stuff gefällt, lul, deutsch Ölker, folgt mir unbedingt auf meinem Twitch, das ist in der Beschreibung verlinkt. Folgt mir auch mal auf meinen anderen Socials, weil ich bin im Moment im Urlaub und da gibt es meistens ganz geile Stories, weil Urlaub ist immer geil. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir noch mit einem Like. Und wenn ihr davon mehr sehen wollt, ich habe noch mehr als genug Footage, zeigt es mir gerne mit einem Kommi auch. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit Teil 1 von den Stream-Highlights. Wie sollte es anders sein? Spackt mein Chat rum. Wow, beide meine Chats spacken rum. Los, Klein, dann werde ich jetzt mal eben das Mäkel-Look anstarten. Reconnecting you to the servers. Danke. Wenn ihr das in unter einer Dreiviertelstunde hinbekommen könntet, wäre ich euch fast schon verbunden damit. Also es waren heute für heute nur um 15 Uhr Wartungen auf PS4 angesetzt. Ganz ehrlich, das Game auf PS4 zu spielen, da muss man schon... Jetzt mal ernsthaft, sein. Also um das Game auf einer PS4 zu spielen, musst du schon Psychopath sein. Das einzig Korrekte war halt einfach, dass er auch Paul heißt. Sonst war er komplett schwul. Ist doch auch bei euch irgendwie aus der Toaster-Kaff-Gegend da, ne? Ja. Ja. Weißt du, dass ich auch noch nie verstanden habe? Nein. Dann sag ich's gar nicht. Ne, bei mir auf Instagram, ne? Dann geben sich Leute meine Stories. 72.000 Follower. Sind zwar englische Accounts und sowas, wo ich mir dann ausdenke, Digga, die haben doch safe irgendeinen scheiß Bot, der sich die Stories gibt. Weil die denken, wenn die sehen, dass die sich meine Stories geben, dass ich denen dann folgen würde oder sowas. Der einzige, von dem ich mal gesehen habe, dass er meine Stories schaut, mit dem ich dann ein bisschen hin und her geschrieben habe, war einmal Klaas, wo ich dir gesagt habe, dass der Typ mir jetzt auch folgt auf dieser anderen Ehrenbruderbasis. Ich bin in GTA drin und ich schneide ehrenhaft. Man ist also auch mal unter 20 Jahren in GTA. Aber da hinten ist ein Avenger. Dem werde ich jetzt erstmal zeigen, wie ein Autosniper funktioniert. And we say bye bye! Ich lehre die Funktionsweise der Autosniper. Ich habe heute auch ein bisschen mit Lumix geschrieben. Wer ist Lingus? Lumix, das ist so ein österreichischer Musikproduzent. Der Typ ist einfach geil. Wer ist jetzt Lingus? Diese Bastarde, die mich immer... Digga, dieser Donation-Sound. Ich habe so lange an diesem scheiß Donation-Sound gearbeitet, dass es alles gibt, dass es gesynkt ist. Digga, danke, Jonas. Kleine Spende dafür, dass ihr Humus meinen Abend unterhaltet. Hälfte geht an Paul. Okay, Paul bekommt 50 Cent dafür, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Wie du kann bist Jonas, deutsch und Porno Paul ist besser, Mann. Gemacht? Black American Express Card. Oh, für passt ja noch ehrenhaft, für 1 Euro. Ja, also Digga, nochmal echt danke. Alter, ich werde jetzt sowas von in ein Flugzeug einsteigen und diesen Typen jagen bis zum geht nicht mehr. Ja, du. Oh, als ob der Typ im Leben für... Das letzte für Pauls Pizza, weil meine American Express Card gönnt und Paul, du ihr seid geisteskranker Ehrenmänner. Danke, Digga. Ich geb dir jetzt mal Luftunterstützung bei der Luftunterstützung. Das heißt, weil ich 3 Wochen krank bin und 3 Wochen dadurch weniger Zeit habe, die Facharbeit zu schreiben. 1,5 Wochen Verlängerung. Danke für nichts. Die Zeit bin ich halt auch noch krank. Also wenn mein Geschichtslehrer mir eine Facharbeit in der Digga, ich bin zum Mongo dann. Ich kann nicht mehr denken. Digga, wenn er mir ein Defizit in der Facharbeit drückt, sagen wir mal so, ich habe einen Russen-Mate, der möchte eh schon die halbe Schule, also so ziemlich jeden Lehrer an der Schule umbringen, dann frage ich den einfach mal, ob er mir eine Negev mit Scope mitbringen kann. Typ hat mir gerade erstmal auf ihre Geld gemoddert, what the fuck? Ja gut, dann bleibe ich hier mal eine Runde stehen, ne? Ach, egal. Oh, ich selber bei. Warte, Paul, ich komme kurz bei dir vorbei. Ah, warte, ich lade dich sowieso ein. Ich lade dich gar nicht ein. Ich wette mit dir, egal welches Auto du hast, mein Auto ist geiler. Digga, das Auto ist das geilste Auto. Digga, sag, was du willst, aber meine Kiste ist besser. Ich würde das Ding am liebsten kaufen und es erstmal pink machen. Irgendwie gefällt mir das Ding so nicht. Warte, wir machen Special Features. Warte mal, ich habe gehört, dass es sich besser fahren lässt. Alles klar, Digga. Du wurdest erstmal komplett bis nach Mekka geschleudert. Alter Schwede, das Ding... Nicht einfach gar nichts. Aber wenigstens sind die Vorderräder noch unbeschadet. Oder hast du die auch zerschossen? Die habe ich auch zerschossen. Ja, warte, ich markiere mal was. Warte, hier ist so ein Harzer Dorf. Lass mal da hinfahren. Oh nein, das habe ich gerade in die Richtung gedreht. Komm, ich dreh mal um, wir fahren den Berg hier hoch. Mal gucken, ob das klappt. Nein, das schaffst du doch im Leben nicht mit der Kiste. Ja, mal sehen. Das ist immer noch ein Familienkombi. Der soll uns ja sicher ans Ziel bringen. Ey, Digga, diese Kiste würde ich echt gar nicht... Einfach mal komplett auf die Kreuzung rutschen. Ey, wir dürfen mit dem Ding keine Bullen kriegen, ne? Wenn sich irgendeiner vor uns stellt, wir kommen einfach nicht mehr weg. Als ob der das schafft. Lol, hätte ich echt nicht erwartet. Oh, lol, Nick. Lol.
hinter uns. Als ob dieser Uni. Das ist Tim. Tim. Was? Wie viel hält diese Scheißkarre von ihm bitte aus? Keine Ahnung, lass uns wieder in unser Familienauto gehen. Das ganz ehrlich, das ist weg. Guten Tag, ich wollte Sie daran erinnern, dass wer mir nicht auf Twitch folgt, das passiert dann halt. Sind wir zurück das Stück gefahren? Finde ich gut. Ja. The Name of Greta. Wollte Sie darauf hinweisen, dass Sie besser meinem Twitch folgen, wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt. Und denkt immer dran, das passiert, wenn man mir nicht auf Twitch folgt. Ich glaube, so gehe ich auch auf die Gamescom. Da musst du aber einen Livestream machen. Nein. Ach, ich habe gerade Tränengas gegen deinen Heli gemacht. Okay, ja gut. Ja, ich hatte zuerst überlegt, eine Annäherungsmine zu nehmen, aber das hätte nicht so viel Style gehabt. Ich bin Deutschländer. Ich bin krank.